Hey Leute, willkommen zurück zu Janna Sisters Twisted Dreams. Oh. So, vorletzte Level ist es also. Und gerade nochmal den schönen Soundtrack genießen. Oh, herrlich. Festung Drachenschreck, da habe ich letztes Mal aufgehört. War ein bisschen angespannt, sag ich mal. Letztes Mal. Aber dieses Mal bin ich wieder ganz froh und guter Dinge, dass wir hier durchkommen werden. Das ist nämlich gar nicht so wild. Man muss sich nur ein bisschen anstrengen hier und nicht immer die falschen Knöpfe drücken. So. Nein. Nein. Och, Mann. Das war knapp. Ja. Zu knapp, als dass ich alles gekriegt hätte. Ich finde das cool mit dem Drachen im Hintergrund übrigens. Das ist so cool. Und das ist so fies hier, die Stelle. Ich sag's euch hier. Guck mal, und dann schaffe ich es gleich beim ersten Mal. Toll, ne? Letztes Mal habe ich da richtig rumgeeiert. Komm jetzt, geh auf. Ja, ja, ihr seid voll die netten Sonnenteile hier. Guck mal, wie nett die gucken. Oh, ja. Da springt man einmal zu hoch, ne? So, schnell hier durch, schnell durch. Schnell. Schnell. Muss schneller gehen. Alles muss schneller gehen. So. Hä? Was muss ich denn hier machen? Achso, das ist wieder eine Kletterwand. Yo. Mano, Mano. Warum? Das finde ich ein bisschen doof, immer dieses Abprallen, oder? Das finde ich ein wenig doof. Och nö. Ihr wollt mich doch verkohlen hier. Guckt ihr an. Na gut, es geht, aber ich dachte, man hat längere Sequenzen, was. Okay, ich sehe schon. Da sind wieder überall Stacheln. So. Ahaha. Ja, ja. Nett. Überhaupt keine kleine Falle, dass man da drauf reinfällt. Achso, da muss ich sogar wechseln, sonst geht's gar nicht. Na. Schon wieder gestorben, sinnlos, total sinnlos. Und jetzt nochmal das Ganze. So, mal rauf hier. Achso, ja, ich habe fast vergessen, der Stein. So. Nee, nee, nee. Das war mehr Glück als sonst was. Okay, aber ich glaube, ich muss diesmal ein bisschen fleißiger sein, was das Einsammeln der Kristalle angeht. Da ich sonst nicht in den letzten Level kommen werde. Okay, warte. Zwirbel, Zwirbel. Ich würde gern weiter runter gucken. Wäre das irgendwie möglich? So, mach dich mal so. So. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht runterscrollen kann, während man da fällt. Also nach unten gucken, dass die Kamera mitgeht. So wie bei Super Mario. Das ging ja früher. Ich wechsle mal kurz. So, muss man ja. Okay, und zack. Und oh, erstmal ein State wieder. Ein Safe State sozusagen. Bei so einfachem Kram gehe ich jetzt wieder drauf, ne? Es ist herrlich. Herrlich. So, mach mal hoch hier. Ahaha. Ja, das war jetzt Absicht. Ich wollte nämlich oben das gelbe Zeug noch haben. Und das war zu voreilig. Ich sollte warten. Ja. Sollte ich wohl. Na komm, Kumpel. So, das passt doch. Okay, Zwirbel, Zwirbel. Zwirbel, Zwirbel. Moin. Darf ich sie mal als Sprunghilfe missbrauchen? Ahahaha. Okay. Aber es geht auch wieder ganz gut. So nach einer Pause, da fluppt das wieder so richtig. Da fluppt das wieder. Boah, ich wollte es gerade sagen. Warum kommt da kein Blitz? Hätte ich lieber nicht so lange gewartet, ne? So, dann hol ich mir mal aus. Ach so. Na. So geht das. Zack. Oh Gott, das ist ja fies, der Abstand. Fieser Abstand. So, aber es ist alles machbar. Ihr seht's ja. Wenn sogar ich das hinkrieg. Oh, nö. Alles klar. Ich bräuchte mal wieder so ein Checkpoint, das wäre super geil. Super, super geil wäre das. Achso, ja gut, die Kiste bleibt ja. Ach komm, pfeif drauf, einen verpasst. Was soll's? Und so geht das ja auch noch. Alles klar, wo komme ich denn da unten hin? Okay, ich zwirbel mal lieber, weil ich sehe halt nichts. Das meine ich. Könnte man mit runterdrücken nicht vielleicht
dann doch ein bisschen was sichtbar machen von der Perspektive, das wäre super. Okay, das geht... Was? Was? Warum geht es dann eben weiter? Da, na egal. Ich gehe einfach mal hier lang. Hui! Haha. Verarscht. Was? Ach so, ja, ich hätte... Ja, ja, ja. Aber, gut, das Spiel sagt mir, ich soll da runter. Und genau aus dem Grund gehe ich jetzt hier rauf. Ja. Ich hätte gerne mich noch ein paar mehr Kristalle. So. Ah, es ist so schön einfach alles. Es ist so schön. Diese Grafik. Na, gib. Gib, gib. Uah. Nö. Oh, ich renne halt genau rein, ne? Du Penner. Du Pennergesicht. Na komm. Gib Gas, Kumpel. Gib Gas, moin. Und ich spring dir den Kopf ein. Und gleich steht er wieder auf, ne? Das war doch bei denen so. Ja, war so. Ha. Ist ja gut. Ah, wie schön. So, einfach durch. Nicht lang fackeln. Oh. Irgendwie kommt mir das hier alles so ein bisschen einfach vor. Oder zu einfach, um wahr zu sein, oder? Hä? Hä? Was? Ich habe gar nicht gesehen, was mich da getötet hat, um ehrlich zu sein. Was war denn das? Habt ihr das... Habt ihr das gesehen? Hier, achso, das war sein komisches Teil hier, was er da... Ja, ja. Ja, ja. Uah. Na toll. So, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Oh Gott. Oh Gott. Uahaha. Aber es ist nicht schwer. Uaha, vom Timing her. Nein! Nein! Ich war so kurz. War so kurz vom Checkpoint. Mann, oh. Ja, was war das denn? Warum kann ich da nicht richtig durchflitzen? Mann. Oh. Nicht, dass ich wieder an so einfachen Sachen hier sterbe. Das ist doch peinlich. So. Ganz kurz mal. Ah, so. Nase juckt. Oh, hi. Och, Wasser. Nein! Vorsicht. Ja, diesmal werde ich mich bemühen, ein bisschen mehr einzusammeln als die vorherigen Levels. Weil, ihr wisst ja, wir brauchen eine gewisse Anzahl von diesen Kristallen, um eben weiterzukommen. Damit sich das Schloss öffnet. So, und das hätten wir auch geschafft. Na. Ach man, ja, ich muss gleichzeitig hochrasen und dann wechseln. So. Oh ja. Ah, lass mich raten. Ja, 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 ja. Ohoho. Okay, ich hatte schon das Richtige. Warte mal, ich will eigentlich noch gar nicht... Ja, macht nichts, denn ich wollte unten nochmal schauen. Da gab es doch bestimmt noch was hier. Wenn ich hier noch nach rechts gehe, oder? Oder? Da gibt's echt nichts außer Stacheln. Na gut, jetzt wissen wir's. Dann hat sich das erledigt. So. Ah, ich würde sogar in die andere Musik jetzt lassen, weil gerade so ein cooler Gitarrenriff kam, aber geht ja nicht. Jetzt. Oh yeah! Das ist so gut einfach. Nicht schon wieder ihr! Ihr Pennergeister! Ahahaha! Ja, ihr Pennergeister. Wollte ich nur mal loswerden. Ah, nee. Ich will den einen noch. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich brauche einen Safe Point. Haha. Na komm. Na komm. Komm in mein Herz. Lass Licht in dein Herz. Du auch noch, komm. Das mache ich jetzt aus reinem Sadismus, dass ich euch da drin verstrahlen lasse. Na komm. Ich finde die aber irgendwie cooler mit dem Flicken auf den Kopf. Weiß auch nicht. Finde ich total lustig. So. Machen wir es so. Und dann zack. Ach ja. Ein Schlüssel. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Ich wollte nämlich noch das hier. Oh yeah. War das nicht cool? Oh. Was ist los? Was ist denn hier los? Das ist ja eine Endlosschleife. So, aber ich will ja da weiterkommen. Und deswegen machen wir das eben so und so. Ich finde übrigens mittlerweile dieses Zwirbeln von ihr viel angenehmer als mit dem Feuerball, muss ich sagen. Achso, ich brauche noch Schlüssel. Boing, na komm hoch.
Okay, ich hasse das übrigens bei so Sprungplattformen so ein bisschen. Wenn man da dieses Timing braucht, dass man da genau im richtigen Moment nochmal Sprung drückt. Dass man hochkatapultiert wird. Ich kann sowas irgendwie nicht. Nicht gut jedenfalls. Ich dachte mir schon, ist das eine Hexe? Wie sieht's denn? Oh, guck mal. So ist es Goldmariechen und so ist es die böse Hexe. Voll gut. So, das will ich mir gerne holen. Aua, warum? Das sind doch nur scharfkantige Ventilatoren. Warum tust du denen da weh? Das verstehe ich gar nicht. Ja. Ist halt nicht das Leichteste, diese Steuerung mit dem... mit dem Aufwind. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boah, ist das gemein. Ist das gemein. Okay, ich gehe mal nochmal hier hoch, denn... Ja, genau das. Nein! Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Ah! Ja, da drückt man im falschen Moment, aber jetzt, das finde ich gut, dass ich hier alles behalte, ne? Dass man nicht alles wieder verliert, was man eingesammelt hat, das wäre extrem fies. Extrem fies wäre das. Ach. So, na, Oh. Ein sehr einfaches Secret, finde ich. Leicht zu erreichen. Also die anderen fand ich jetzt echt schwerer. Gitarre. Gitarrenriff. Ah, nö. Oh, komm schon. Ich renne jetzt einfach durch, was soll's. Yes, Schlüssel und Quick Save oder Save Point. Nee, ach komm, das ist fies. Da darf ich nicht. Darf ich mich nicht zwirbeln? Oh, es geht auch so. Brauche ich doch nicht. Macht's alles nur einfacher. So, Dalle. Okay, ah nee. Ach nee. So. Zack. 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 Na, toll. Wie komme ich da jetzt... Ach so. So. So, so. Ist da oben was? Ist da oben was? Hallo? Nö. Es hat getäuscht. Okay, okay, okay. Easy. Easy peasy. Ah, da geht's ja noch weiter. Na gut. So. Ach, das war was. Geile Sache. Guck mal, der Sitz hier im Vordergrund. Ey, das ist so cool. Einmal ist es hier so ein Stachelsitz mit Streckbank und dann ist es... Wurst. Blutwurst. Blutwurst ist böse. Von daher, okay, mir gefällt es im Bösen doch besser. Okay, ah, da bin ich schon durch. Geil. Ey, das... Das ist jetzt einer der Level, die mir am besten gefallen, muss ich sagen. Okay, vielleicht auch nicht. Ich bin so selten hier gestorben, dann war das jetzt fast schon wieder ein bisschen... ungewöhnlich, ne? Könnt ihr sicher bestätigen. Es gibt ja Level, da bin ich wirklich am laufenden Band verreckt. Natürlich ohne Eigenverschulden, wie ich hier an dieser Stelle mal sagen muss. Okay, oh, sowas liebe ich ja. Ne, wirklich, so Teil. Also sowas hier, so Abschätzsprünge finde ich cool. Sowas. Na gut, da geht's auch nicht hoch. Zack. Komm, das war's schon. Schade. Und beim letzten verhau ich's natürlich. Mano. Ich find's so gut, diese lacht immer. So. Und so. Und so. Und so. Das, ja. Ihr habt's gesehen, das war ziemlich knapp. Okay, ist da unten noch was? Ich spring einfach mal runter. Na gut. Tut mir leid, Mädchen, das war keine Absicht. Ich wollte nach Secrets Ausschau halten. Okay, wow. Mann, diese dummen Ventilatoren, ne? Die sind echt böse. Die sind... Die machen mir Aua. Das hätte mir auch mal eher einer sagen können. Ach, komm, hör auf. Du Schwein. Das waren doch echt mal Schweine, oder? Die sehen aus wie Evil-Schweine. Oh, oh. Na, hoch wollte ich. Danke, danke. Nicht töten. Dankeschön. Thank you for not killing. Oh yeah. Gitarrenriff. Aha. Und Ende. Ich habe bestimmt sau viel eingesammelt. Naja. 134 habe ich nicht eingesammelt, aber das könnte vielleicht... 3 Steine hatte ich schon ewig nicht mehr. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Werd mal genug...
Dinger zusammensammeln. Am besten dort, wo ich nur einen Stern habe oder so. Mal gucken, es müsste dann reichen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu Girl Walkies Höhle. So heißt's. Hui, und da sind wir auch wieder. Ja, hat ein bisschen Zeit gedauert. Ich habe eigentlich nur ein Level nachgemacht, in dem ich nur einen Stern hatte. Und jetzt sind wir bei Gurgle Wockies Höhle angelangt. 3 von 10, also Level 3, Stage 10, so ungefähr. Naja, es ist wohl auch die finale Stage. Von daher wird dies das letzte Video werden, kann ich doch mal so sagen, mit einiger Gewissheit. Ui, alter Schwede. Aber das muss ja nicht heißen, dass es deswegen leicht wird. Eher das Gegenteil, ne? Ihr kennt das ja. What zur Hölle? Naja, Hauptsache schon mal ein Zwischenspeicher. Was, ich muss da runter? Achso, ja, ich verstehe schon. Was? Wie soll ich denn da... Achso, ja, okay. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, wie ich da runterkomme. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist nicht nett. Es ist sehr knapp, vor allem von den Abständen. Aber es passt schon, passt schon. Oha. Hätte mich da... Okay, ja. Nee, so nett ist es doch nicht. Gar nicht nett ist das. Das ist sogar sehr fies, wenn er mich fragt. Vor allem ohne Zwischenspeicher, ne? Man weiß ja nie, was da kommt und einen zerquetschen will. Wahaha. Nämlich diese doofe Kiste eben da. Also dieses Gestell, was auch immer. Ist ja keine richtige Kiste, oder? Geht immer sicher recht. Tralala. Ja, das zerquetscht mich nämlich. Ja. Endlich ein Safe Point. Ich bin so froh. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Gehen wir links oder rechts? Aber ich entscheide mich jetzt mal, spontan in den Knochen reinzuspringen. Ja, das habe ich getan. Ihr habt es alle gesehen. Schwein. So mit einem dummen Knochen, die dann irgendwo festbacken. In der Wand. Ach so, das macht keinen Unterschied so in dem Sinne. Warum fliegt da immer noch ein Knochen? Ich habe die Welt gewechselt. Mano. Okay, ich zwirbel mich hier runter. Das ist mir auf jeden Fall lieber. Oh Gott, ich brauche 5 Schlüssel hier. Soll ich die dann alle kriegen, meine Güte? So, so, so. Ich gehe erstmal hier runter. Gurgle-Wocky im Hintergrund, wenn er das isst. Das sieht so cool aus. Aber lässt er die Zunge raushängen. Und dann guckt er wieder ganz böse in der anderen Welt. Ja, komm du. Geh mal pot. Möchte nicht durch? Oh, die Musik. Jedes Mal feiere ich sie wieder so ein bisschen. Ja, ich lasse aber die rockige. Oh ne, warte. Ah, das war Pech. Ja. Nur wegen dem einen Kristall. Ja, jetzt muss ich gar nicht mehr so auf Kristalle achten. Ist mir gerade eingefallen. So ganz spontan, ne? Was? Ich dachte... Achso, ich dachte, daneben ist der Tod, wenn ich da lang gehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist ja alles voll mit den Viechern. Na gut, die finde ich jetzt weniger schlimm, muss ich sagen. Und die kommen da aus den Löchern aber wieder raus, so wie das ausschaut. Deswegen sollte ich die nicht unnötigerweise platt machen. Weil ich dann vielleicht eine Überraschung erleben könnte. Ja, euer Glück, dass ihr da nicht durch die Plattform durch könnt. Haha. Okay, muss ich daneben lang? So sind sie eigentlich schon ganz niedlich, oder? Diese fetten Vögel. Oder fette Tauben, was auch immer. Nö, du sollst nicht hier runterkommen, Mann. Aber als Teufel sind sie nicht mehr so toll. So, das meine ich. Die kommen jetzt bestimmt aus den Löchern. Ja, kommen sie auch. Ja, ja. So habe ich mir das gedacht, Freunde. Ja, okay, hier muss ich eh nicht mehr rein. Deswegen gehe ich mal weiter runter. Moin. Lass mich mal durch, Leute. Wie sie halt da langstapfen. Das sieht so lustig aus. Fette Vögel. So. Ja, ich gehe erstmal hier oben noch. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Habe ich jetzt 3 oder 4 Schlüssel insgesamt? Ich meine, ich hätte 3 erst, oder? Da habe ich einen 4. Na cool. Zap, 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 zap. So geht's. Vogelfiecher. Und da müsste jetzt rein theoretisch irgendwo der 5. sein, wenn ich... Oder auch nicht. Oh nee, das ist ja wieder was anderes hier. Kann es sein, dass ich da 2-mal einen Schlüssel brauche? Nö. Oh komm, kannst du dich auch ein bisschen schneller bewegen, oder? Yes, da haben wir sie. Na gut. Fettes Vieh. Komm mal ab. Weg von meiner Plattform. Die trägt nur mich. Auch wenn ich scheinbar federleicht bin.
Okay. Was erwartet uns unter diesem geheimnisvollen Block, der uns den Weg versperrt? Das weiß man nicht. Hoffentlich kann ich jetzt auch den anderen öffnen, dann muss ich jetzt extra jedes Mal Schlüssel sammeln. Das wäre... Feuerwand! Das wäre extrem doof. Feuerwand! Was? Wie soll ich denn da durchkommen? Ach, ducken vielleicht? Ja. Könnte gehen, ne? Könnten wir mal ausprobieren. Warum verschwindet die denn? Das kann doch... Na, egal. Die verschwindet halt mal, die Feuerwand, ne? Kann man machen. Aber das Feuer sieht übrigens sehr, sehr nett aus, muss ich sagen. Na komm, mach den nächsten Mist hier. Feuerwand! Feuerwand! Ah, ach komm schon! Weil sie hinten mal ein bisschen den Haaransatz versenkt hat, holst du rum? Na sowas. Ist aber auch doof abzuschätzen, finde ich, dass man sieht, wo ist jetzt... Ach nee, ich hab's gewusst. Aber ich warte lieber nochmal, bevor ich dann ein Risiko eingehe. Peng und durch. Okay, das war jetzt wirklich wohl für jedes Teil einzeln, muss ich einen Schlüssel besorgen. Kann das ist? Och nee, hier war ich doch eben schon. Nee, nee, nee. Och nee, ich muss das Ganze jetzt nochmal machen. Ihr wollt mich doch verkohlen, oder? Nur weil ich jetzt hier... Ach so, gut. Muss ich nicht. Ich kann hier zurück. Das ist das Schöne an diesen Teleportern. Sie funktionieren in beide Richtungen. Zack. So, ich mach das aber ganz schnell auf diese Methode. Ja, ich fürchte, dieser Level, der wird noch ganz schön lang dauern. Was? Warum ist der nicht kaputt gegangen? Hey, also... Na komm. Ich hab den noch hier so getroffen. Warum geht der nicht kaputt, der fette Vogel? Du bist ein fetter Vogel. Ein Adler. Ein fetter Adler. An was erinnert uns das? Hä, hier war ich doch schon. Aber hier war ich doch... Nee, war ich nicht. Quatsch. Du Schwein. Blöder Ritter. Dreh das jetzt rum? Okay, das tut's tatsächlich. Hoppala, hoppala. Na. Nein, du sollst so bleiben. Und jetzt? Oh, du Blödes. Ich hab's gewusst, dass ihr wieder aufsteht. Menü. Warum tut ihr das? Nein, was... Ja, okay, da ist wieder ein Knochen in die Wand geborgt. Ich habe die ganze Zeit einen Denkfehler hier. Ich muss... Ja, das ist gut, wenn ihr beide da unten seid. Geht damit nicht auf den Keks. Ja, komm schon, jetzt mach ich's richtig. So, jetzt. Nein, das war zu knapp. So. Na, ich bräuchte mal eine Lücke, bitte. Ja, die ist gut. Die nehme ich. Moin. Oh nee, das wird so nix. Das wird so nix. Wie soll ich das denn? Ich werde da zerquetscht, oder? Ja. Ich kann nicht mehr nach unten. Ach so, könnte es gehen, oder? Nee, da oben... Nee, da komme ich... Das ist eine Todesfalle, das sehe ich doch. Das sehe ich doch. Wo komme ich denn da durch? Hier vielleicht? Da ist eine Lücke, aber die passt nicht, oder? Nee, da komme ich doch nie im Leben. Nee. Das muss doch irgendwie. Nee, das... Das muss doch irgendwie. Ich schnall's gerade nicht, Leute. Wie soll ich denn da durchkommen? Ach so, ja, ich weiß wie. Warte. Nee, das geht nicht. Da werde ich zerquetscht.